Heute zeige ich euch einen meiner Lieblingsplätze für Rothirsche auf Te Awaroa, Neuseeland. Der Hotspot befindet sich direkt in Zentralneuseeland, am Fluss. Wir brechen heute von der Lodge auf der Südseite auf und fahren mit dem Quad zur gegenüberliegenden Uferseite. Als Waffe habe ich heute die 308 dabei, die gibt's im modernen Waffenpack. Nachdem wir zwischen 400 und 500 Meter am Ziel dran sind, lassen wir unser Quad stehen, um nichts zu verscheuchen. Und checken mal, was da so auf uns wartet. Am gesamten Ufer reihen sich bei mir hier Rothirschmännchen an Rothirschmännchen und heute war sogar ein ziemlicher Riese mit dabei. Ob das wohl der erste 8er Diamantrothirsch ist, den ich sehe? Wir werden es testen. Wenn ihr genug Geld für Dreibeine und Zelte habt, könnt ihr euch hier ein richtig gutes Setup aufstellen. Der 8er lag im Knall und ich bin echt gespannt, wie er scored. Ich heb den Rothirsch auf und denk mir, hat eigentlich irgendjemand schon jemals einen 8er Diamantrothirsch gefunden?